Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Cloudpunk. Und zwar bei Emmets Garage, wo wir einen Antriebsumwandler abholen sollen. Und dann eine Auslieferung zu einem illegalen Straßenrennen machen sollen. Mal sehen. So, dann gib mal her mit. I'm here to collect a driver converter. Ein Antreiberumwandler. Drive converter? Sure. You don't know what it is, do you? Nope. It regulates the hydraulic output of the water tanks. It wears out fast, but without it, you got no grav lift. The sump builds up residue from the runoff because we got no clean water down here no more. Only the fancy overcloud hovas can run without a drive converter because they use pure H2O. You're not listening, are you? I think they need this pretty quickly. You're right, they do. You better get going. What do they do with it when they get it? They don't mess around with it. That's the main thing they do, or don't do. Once they stick the drive converter in the universal maintenance slot under the passenger seat, the servitors will fit it in on the fly. Unless they've got an old manual, in which case, you know what? Never mind. I know you're not interested. I'll let you go. See you around, kid. Hat das jemand verstanden? Ich nicht. Fahrzeug-Upgrade freigeschaltet, gelbe Spur. Okay, wir bringen das Ding mal zu Joe. Gucken mal. Vielleicht erkennen wir dann ja, was dieser Antriebsumwandler macht. Hat auf jeden Fall irgendwie was scheinbar damit zu tun, dass auf den untersten Ebenen Sumpf ist und die in den Antrieb gesaugt werden. Ach, keine Ahnung. Oder runter. Rauf. Where is Never Slow Joe? Are you part of the race? I've got a drive converter for him. They went already. I'm the start line. Can I head them off? I'm really just here to wave them off, miss. Damn it. Control, are you on the comm? What do I do? The race has already started. I'm here. Joe won't get far without that part. I'm giving you a nav point. Seems like he might have broken down already. Seriously? You have to complete this job. Remember what we told you when you signed up? No failures. Without that part, he's not even going to be able to land safely. So get to him as fast as you can. Ja, so schnell ich kann. I'm not much of a racer. I'll try. You can do this, kid. Remember, straight roads are for fast cars, but the city is for fast drivers. City is for fast drivers, ja. Da ist irgendwas über mir, weswegen ich nicht raufkomme. So, warte mal, hier dazwischen vielleicht. So, wo ist er? Never Slow Joe, da ist er. Was jetzt auch bloß, ich muss noch parken. Ich denke, es eilt. Tatsächlich parken. Jetzt mal auf die Schnelle einen Parkplatz finden. Da unten. Ah, wie komme ich denn von da unten wieder rauf? Gibt es denn hier oben keinen Parkplatz? Ach, sieht nicht so aus. Verflixt.
Auf der anderen Seite vielleicht. Hier oben muss es doch Parkplätze geben. Okay, da müssen wir wohl runter. Rückwärts einparken für Anfänger. So, wie komme ich da rauf? Funktionieren. Dann irgendwo rüber. Na komm, wieder runter, Fahrstuhl. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Da kommt er. Es ist Rennen dreimal vorbei, bis ich das Teil da abgeliefert habe. Ich glaube, ich bin zumindest mal auf dem richtigen Weg. Jawohl, da ist er. Not stop. So, never slow, Joe. Hier ist das Teil. Are you never slow, Joe? No, I am currently very slow, Joe. You got my converter? Subtiler Humor. Yeah. Thanks, Cloudpunk. I'm gonna give you this old one. It's busted, but if you get it back to Emmett, he can fix it up and sell it on for a good handful of limbs. These converters are worth a lot of money? They sure are. I owe Emmett, so you make sure it gets back to him safe, you hear? Without the trade-in value in that busted converter, I wouldn't be able to afford this repair. My racing days would be over. Early retirement. I'd go mad. I'll get it back to Emmett. Thanks, Cloudpunk. Yeah, I can't believe you'd drive around the city in that piece of junk. You're braver than me, kid. What do they call you? Rania. That's no good. My name's no good? What do you suggest? On the run, Rania. What do you think? I like it. All right. On the run, Rania. I gotta go. I've got a race to win. I'll see you around. Na dann, flieg mal los. Gewinn dein Rennen. Ach, jetzt habe ich wohl zwei Möglichkeiten. Haha, es gibt wieder was zu entscheiden, Chat. Nämlich... Er sagt ja, er könnte sich die Reparatur nicht leisten. Ich soll dafür sorgen, den Antriebsumwandler... Okay, jetzt erstmal wieder Camus dran. On the run, Rania? I don't like it. He's a racer, not a poet, Camus. Are you going to take the old part back to the mechanic man? I'm not sure. If I sold it, I'd make a lot of limbs quick. Won't you get in trouble? I don't think so. The races are illegal. And dangerous. Joe is an old man. Maybe it would be safer if he retired. If I give this part back to Emmett to settle his old debts, he'll keep racing. So, are you going to sell the part at some other mechanic man? Or take it to the Mr. Emmett mechanic man? Tja, das ist die Frage. Ihr dürft gerne wieder mitentscheiden. Verkaufen wir das Ding für uns selber? Oder machen wir das, was der Rennfahrer wollte? Ist zur Werkstatt zurückbringen? Schon wieder so eine Gewissensfrage. Für uns verkaufen, Kohle machen? Oder eine ehrliche Haut sein? Wow.
Andrina überfüllt den DAX mit 20 Zuschauern. Haha, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sendung. Wir spielen gerade Cloudpunk und ich glaube, ihr hattet Medieval Dynasty im Programm, richtig? Mein Kirmes! Tipptopp, moin! Lavisina, hallo! Hey Guru, folgt dem DAX auf Twitch! Willkommen in der Crew, schön, dass du dabei bist! Der Steuer ist auch da, hallo! Danke, danke, danke! Schön, dass ihr alle da seid! Genau zum richtigen Zeitpunkt, wo wir eine Gewissensentscheidung treffen müssen. Indem wir entweder ehrlich sind, Jokermin, hallo, ehrlich sind und den Antriebsumwandler zurückbringen, oder ob wir lieber in unsere eigene Tasche wirtschaften und den Antriebsumwandler für uns verkaufen. Black Angel, hallo. Tja, irgendwas könnte passieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie genau diese Entscheidungen irgendwie einen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben oder ob die keinen Einfluss haben. Also wir haben uns ja schon bei der ersten Entscheidung mit der Bombe im Paket auf unehrlich entschieden, in Anführungszeichen, aber eben doch ja, sozial, indem wir das weggeschmissen haben. Und wenn wir das weiterverfolgen würden, dann würden wir jetzt den Antrieb so einfach zurückbringen. Ja, eine tolle Überraschung. Hallo, willkommen zurück, Andrina. Also, ehrlich oder unehrlich? Der Erste, der es sagt, kriegt den Zuschlag. Ich flieg mal in Richtung ehrlich so lange. Ist ja auch gut für die Geschwister ehrlich sein, ne? Das sind ja die Ehrlich Brothers. Damit ist die Entscheidung auch gefallen, weil ich bin schon da. Bring ganz ehrlich den Antriebsumwandler zurück. Na, einpacken konnte ich auch schon mal besser. So. Besser ehrlich, jawohl. So machen wir es dann schon. Hi, Emmett. Joe said to give this to you. Joe's near as old as me. Can't believe he's still racing. He said this clears his debt? Close enough. He doesn't win many races these days. 14th place doesn't award a lot of prize money. So he won't need to retire. Dark Shadow, danke. Willkommen. Soon, but not today. This wipes the slate for me. I'll fix up his hova when he comes in again. That's good, I guess. See you later, Emmett. Will Joe keep racing? I guess that's up to him. Okay, wir waren ehrlich. Wie weit uns das bringt, werden wir sehen. Auf jeden Fall sehr interessant, das Spiel. I found out more about Cora. Oh, Carlos it's wieder. Very confusing. Der sprechende Hund. Hold on to it for now. I've got something I've got to do. Another job? No, if you're about to give me a headache worth of data, I need a coffee first. Kaffee? Gerne. Hol dir einen Kaffee. Ach, ich bin begeistert. Tolles Spiel. Kaffee! Du warst bei Medieval Dynasty. Wie weit seid ihr gekommen? Was habt ihr gemacht, Schönes?
ich die Kiste nicht zu Schrott fliege hier. Ganz schön weit fliegen für einen Kaffee hier. Fuel warning. Fuel warning. Was? We need to stop at a gas station. I can keep going a bit longer, but if we don't top up soon, our main repulsors will go offline. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch tanken. So, wo gibt's denn hier einen Parkplatz? Wir brauchen ja immer Parkplätze hier. Ohne Parkplätze geht hier nichts. Wahrscheinlich wieder am Popo der Welt. Keine Parkplätze. Oh. Ein Führerschein für fliegende Autos. Ja, Turtle. Das könnte sinnvoll sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der DAX parkt aus. Denn blind mit den Parkplätzen? Einmal zur Zapfsäule 1, bitte. Ja, ich habe halt keinen Sprit mehr. Aber es muss doch hier auf dem Plateau irgendwo Parkplätze geben. Ist das ganz unten auf Wasserhöhe? Oh wei. Ich bin doch echt blind, oder? Anderen Seite gibt es Parkplätze, aber wie komme ich denn dann darüber? So, mal gucken. Das Ganze ist verbunden. Muss ich echt ganz weit weg parken? Vielleicht hier auf der anderen Seite und dann den Durchgang benutzen? Mua. Das müssen wir noch üben, auf jeden Fall. Gut, was passiert denn, wenn ich hier reinfliege? Ui, das sollte ich besser nicht tun. Tja, Jason Duck sucht 10 Stunden am Parkplatz. Gut, dann gehen wir mal hier, da hinten parken. Warum nicht gleich? Da hinten ist doch ein Parkplatz. Da. So wird's was. Okay, dann hier über die Brücke. Ja, Cloudpark, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne doch nach oben dran. Einer mit Simpson. Ich will doch nur einen Kaffee. Ach, da drüben ist der. Ja, das ist ja die Frage. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Oh, ich habe eine Ahnung. Wahrscheinlich hier das Tor. Durch das Tor und dann auf der anderen Seite rüber und wieder zurück, würde ich sagen. Zum Glück keine Bruchlandung. So, jetzt hier auf die andere Seite und dann da wieder zurück. Was für ein mega Umweg. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rüberkomme. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Aufgabe, sich einen Kaffee zu holen, hier wesentlich schwieriger ist als alle anderen Missionen. Also keinen Schimmer, wie man da rüberkommt.
Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich muss bestimmt auf der richtigen Seite einen Parkplatz finden. Kaffeetyp. Der Kaffeetyp. Hä? Ach, ich bin hier richtig. Ich dachte noch, ich müsste darüber und bin hier genau richtig. Verrückt. Okay. Neo. Sprechen wir erstmal mit Neo. Bekannte Namen aus der Matrix. Welcome to Neo's Neo Cafe. I'm Neo. What can I get you? Kaffee, Nivacino, heiße Schokolade und eine Soda-Dose. Ja, Kaffee wollen wir. Eine Tasse Kaffee, heiß und köstlich. That's good. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Leckerer als Madenpizza heißt die Errungenschaft. Thanks for this, Neo. Have a spectacular day. Ich wünsche dir einen spektakulären Tag. So, wo ist jetzt mein Auto? Da hinten aber auf der anderen Seite. Wie habe ich das gemacht? Hello. Camus ruft schon wieder an. Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. Is the reason that you don't like being alone? Yes, that is it. Is it okay? It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. I found three different types of things about... Camus, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep! Genau, geschlafen. Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. All right, Mr. Personality. Tell me what we know about Cora now. Three distinct data points of origin for Cora. Two deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Schlecht. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. Cora is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all. Why do people keep talking about Cora then? Day-to-day usage of Cora in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance, and I'm all out of credits. Cora knows where it all went. There are two more data points for Cora? Yes. One from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exib whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Cora is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will Cora soon make that same choice? What's your confidence rating on the accuracy of this information?
11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? Cora is commonly discussed, appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the internet. Cora, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. No further data available. Make a copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Cora? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry. Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no, I said something dumb. Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Okay, man kommt bei dem Spiel ja zum vertikalen Repulsor, man kommt bei dem Spiel ja kaum zu Wort. So, wir haben eine interessante Getränkemischung so hintereinander weg. Wenn ich das mal lese, Andrina, Sunshine, Red, Sunshine, JJ. Dann trinken wir jetzt einen Kaffee, der heiß und schwarz wie die Seele ist, gemischt mit einem leckeren Kaffee, einem Schuss Stroh 18 und Mini-Marshmallows. Allerdings, bevor wir das Ganze in das Glas schütten, legen wir da noch Büffelgras rein. Das hört sich lecker an. Gut, liebe Freunde, in der nächsten Folge machen wir da mal was Einfaches. Wir suchen uns nämlich eine Tankstelle und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.